Fritzelblitz ist ein Pokémon mit dem Typ Elektro und existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Voltenso weiter. Fritzelblitz ist ein mittelgroßes, vierbeiniges und hundeähnliches Pokémon, das grün und gelb erscheint. Der Großteil seines Körpers ist hierbei grün gefärbt. Lediglich die Schwanzspitze und ein schmaler Streifen auf dem Rücken sind gelb. Ebenfalls geht von der Spitze der Schnauze ein weiterer Streifen dieser Farbe aus. Dieser verläuft seitlich über die Augen bis hin zu den Enden der Ohren. Das Pokémon besitzt einen agilen Körperbau, wobei auffällt, dass der Kopf relativ lange Ausmaße aufweist. Der Kopf besteht, vom Gesicht mal abgesehen, aus drei länglichen Strukturen, wobei die beiden äußeren die Ohren darstellen. Fritzelblitz hat eine kurze Schnauze und die Augen bestehen aus weißer Lederhaut und schwarzen Pupillen. Es steht auf vier kurzen Beinen, die an den Füßen über drei Zehen verfügen, und am hinteren Teil der Läufer ist eine Spitze zu erkennen. An den beiden Hinterbeinen ist diese merklich größer. In der Shiny-Form ist das Pokémon statt grün hellblau gefärbt. Fritzelblitz ist ein sehr schnelles Pokémon, welches sich auf die in seiner langen Mähne gespeicherte Elektrizität verlässt, welche es durch spezielle Elektroattacken wie Donner oder Ladungsstoß freigibt, um Gegnern zu schaden. Es beherrscht ebenfalls einige physische Attacken und verletzt Feinde mit einem Biss seiner spitzen Zähne, welche es sogar elektrisch aufladen und den Feind anschließend mit Donnerzahn angreifen kann. Exemplare mit der Fähigkeit Statik können bei Berührung eine Paralyse auslösen, während Blitzfänger ihnen ermöglicht, Elektrizität anzuziehen und diese zu nutzen, um ihre Spezialattacken zu verstärken. Als verstärkte Fähigkeit weisen wenige Exemplare Minus auf, diese profitieren von einem Partner mit einer gegensätzlichen elektrischen Ladung. Fritzelblitz ist in der Lage, durch Stromstöße seine Beinmuskulatur zu stimulieren, wodurch es explosiv beschleunigen und unglaublich schnell rennen kann. Das Pokémon ist so flott, dass man es nicht sehen, jedoch hören kann, da beim Rennen ein knisterndes Geräusch entsteht. Während des Laufens generiert Fritzelblitz aus der Reibung der Atmosphäre Elektrizität, welche es später durch Aneinanderreiben seiner Haare in seiner langen Körperbehaarung speichert. Ist die Luft besonders trocken, führt dies dazu, dass sein ganzer Körper vor elektrischer Funken glüht. Auch ein Sturm sorgt dafür, dass dieses Pokémon seine Elektrizität entlädt. Dabei ist Fritzelblitz der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Voltenso weiterentwickeln. Dieses hat seit der 6. Generation um die Spiele Pokémon X und Y mit Hilfe des Voltensoniten eine Mega-Entwicklung. Bei dieser Entwicklung nimmt es erwachsenere Proportionen an und prägt ein gezackteres, struppigeres Erscheinungsbild aus. Beide Entwicklungsstufen sind Vierbeiner und sind mit Elementen geschmückt, welche an Blitze erinnern. Hierbei ist Fritzelblitz grün, der Kopf besteht aus drei länglichen Strukturen und auch das Hinterteil ist mit drei Zacken ausgestattet. Voltenso ist deutlich größer, was unter anderem durch seine längeren Beine begründet werden kann. Sein Körper ist blau, seine vorderen Füße, der Kopf und der Hinterkörper sind mit struppigen gelben Fellbüscheln ausgestattet. In seiner Mega-Entwicklung zieht sich diese gelben Fellstreifen über die ganze obere Körperhälfte und wirken wie Dornen. Die Krallen werden rot, diese Veränderungen geben dem Pokémon eine bedrohliche Wirkung und in den Spielen wird die Entwicklung von Fritzelblitz zu Voltenso auf Level 26 ausgelöst und die Mega-Entwicklung durch einen Voltensonit. Mit dem Typen Elektro nimmt Fritzelblitz halben Schaden gegen Flug-, Stahl- und Elektroattacken, doppelten Schaden gegen Bodenattacken. Hat das Pokémon die Fähigkeit Blitzfänger, wird Elektro von halben Schaden zu 0 mal Schaden.